weil Sie als Zuschauer, denke ich, das mittragen, diesen Moment. Nur Tränen, dann wäre man wieder falsch am Platz. Dagmar Ellen, ich glaube, wir könnten mit unseren Zuschauern das Gespräch noch lange fortsetzen. Es kommen auch so wirklich sehr interessante Fragen. Aber wir müssen in unserer kleinen Schau weitermachen. Ich habe schon mehrfach von unserem Redaktionsleiter dort das Zeichen bekommen, die Tagesschau für die IFA sei also schon fertiggestellt. Ihr könnt euch vielleicht schon einmal darauf vorbereiten. Das waren für Sie in dieser Gesprächsrunde Dagmar Berghoff und Ellen Achold. Dankeschön erstmal. Klaus Zarbock mit Z oder mit C? Mit Z. Weil Ihr Name wird ja eingeblendet, das müssen unsere Grafiker ja ganz genau wissen. Was sind Sie von Beruf? Lehrer. Ja. Hoffentlich verspricht er sich einfach. Ich gebe Ihnen jetzt Ihre Meldung. Normalerweise stehen wir also überhaupt nicht zusammen, sondern sind ja weit auseinander, nur durch eine Sprechverbindung verbunden. Und heute aber mal zusammen. Internationalen Funkausstellung in Berlin. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die internationalen Bemühungen für einen Frieden in Bosnien kommen anscheinend voran. In Bonn verhandeln zurzeit die Mitglieder der Bosnien-Kontaktgruppe im Beisein der Sondervermittler der USA und der Europäischen Union. Bundesverteidigungsminister Rühe geht davon aus, dass es noch in diesem Monat zu einem Durchbruch bei den Friedensbemühungen kommt. Die französische Kriegsmarine geht entschieden gegen die Greenpeace-Schiffe im Pazifik vor. Nach der Rainbow Warrior enterten Soldaten auch das zweite Schiff der Umweltschutzorganisation. Machen Sie es gut und morgen sind wir nochmal für Sie da.